ist natürlich immer ärgerlich, wenn du zum Auftakt ein Derby zu Hause mit 2:1 verlierst, zumal wir auch zum günstigen Zeitpunkt das 1:0 gemacht haben in der 44. Minute durch Christopher Schepp. Ich glaube, dass wir am Anfang Schwierigkeiten hatten, reinzukommen ins Spiel, aber dann, ich sag mal, Mitte der ersten Halbzeit schon die Spielkontrolle übernommen haben, dann auch verdient das 1:0 gemacht haben. Und dennoch habe ich den Jungs so in der Kabine gesagt, dass es noch nicht das ist, was wir imstande sind zu leisten. Also wir haben nicht den Fußball gespielt, den ich von meiner Mannschaft sehen möchte. Haben auch die entscheidenden Zweikämpfe haben wir einfach auch nicht gewonnen. Und Bersenbrück war sehr, sehr griffig und hat auch gute Einzelspieler in seinen Reihen. Das muss man einfach so sagen. Hat eine gute Mannschaft, haben sich gut verstärkt auch und wollen auch oben mitspielen. Das konnte man auch sehen. Und dementsprechend haben wir auch unglückliche Gegentore bekommen. Und am Ende konnten wir den Schalter nicht mehr umlegen. Und dann muss man auch eben mal mit einer 1-2-Niederlage leben, was sehr bitter für uns ist. Aber nochmal, wir sind nicht so vermessen zu sagen, dass wir in der Oberliga jedes Spiel gewinnen. Dafür ist sie einfach zu ausgeglichen. Und wenn bei uns zu viele Spieler an einem Tag auch nicht 100% abrufen, dann wird es halt auch eng für uns. Und dementsprechend müssen wir uns jetzt einmal schütteln, müssen gucken, wie wir uns für Mittwoch wieder aufrichten und aufstellen. Ich glaube jetzt nicht, dass wir mit einem Spiel alles in Frage stellen müssen. Und dementsprechend ist es auch meine Aufgabe, die Köpfe wieder aufzurichten. Und jetzt haben wir morgen noch einmal das Abschlusstraining am Dienstag. Und dann schauen wir, dass wir am Mittwoch wieder eine Truppe auf den Platz bekommen, die selbstbewusst und alles dafür geben wird, das Spiel gegen Opusen denn zu gewinnen, damit wir das erste Spiel so ein bisschen wieder wettmachen können.